Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction auf diesem wunderbaren Zweitkanal. Oh mein Gott, war das sexy. Wir haben heute ein Video vorbereitet und dieses Video nennt sich 13 Frauen vs. Cody. Das ist Cody und das ist Betrugo. Betrugo ist so breit, mir fällt nichts ein, so breit ist er. Das werden wir uns angucken. Ich bin gespannt. Ich habe schon ein paar Clips gesehen und diese Clips sahen schon ein bisschen Ü18 aus. Kann sein, wir müssen heute sehr oft uns distanzieren, aber dann ist das halt nun mal so. Wir gehen rein, so wie Cody anscheinend in die ein oder andere Influencerin. Cody. Was geht ab? Ich bin Cody, 25 Jahre alt und ich suche heute mal... 25? 25? Niemand geringeres als TikToker Cody. Was geht ab? Ich bin Cody, 25 Jahre alt. Ich habe erst jetzt realisiert, dass ich auch schon 24 bin. Aber ich dachte, Cody ist jünger als ich. Ich hätte so gedacht, so 21 oder so. 25, Alter, tschüss. Einer muss schon Rentenantrag ausfüllen. Und ich suche heute meine Traumfrau, die auch mit 9 cm zufrieden ist. Er datet heute 13... 9 cm ist halt wirklich über dem Durchschnitt. Zählt das schon als Dings? Ist das schon ein Bein? Verschiedene Frauen in 3 verschiedenen Locations, während wir im Raum nebenan auf das Ganze reagieren. Viel Spaß mit 13 vs. Cody. Ich habe noch einen Wingman dabei. Das ist der Jan. Was klar. Hey, der passt auf, dass ich heute nicht zu viel Quatsch mache. Tschüss, Bruder, seine ganze Brust ist geprellt. Kurz runter. Okay. Hi. Geht. Wie kann ein Mensch in jedem Format drin sein? Wie kann ein Mensch es schaffen? Wie ist das überhaupt zeitlich möglich, in jedem Format mit dabei zu sein? Wie schafft man es überhaupt? In jedem Format? Pumpin' Monkey, Revi, Nime Sky war die, glaube ich, auch schon. Bruder, fehlt nur noch Rap am Mittwoch. Fehlt nur noch Icon 6. Fehlt nur noch Rap La Rue. Oh nein. Oh. Ich fange gleich mal direkt mit dem Wichtigen an. Okay. Das ist wirklich mein Albtraum. Was ist hier? Der hat weiße Fußnägel. Nimm dich mal jetzt. Und Babyöl. So, mehr als das kann ich dazu auch gar nicht sagen, um ehrlich zu sein. Mehr als das gibt's auch gar nicht zu sagen, ja? Mensch, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Bisschen groß, Digga, die Füße. Nein. Was ist das für eine Schuhgröße? Warte, lass mich das mal kurz beurteilen. Das ist eine 42. Das ist eine 42. Cringe, weiß ich nicht. Oder 41. Es ist auf jeden Fall Ü40. Bisschen groß. 41, 42. Nein. Was ist das für eine Schuhgröße? 40. Es ist Ü40, hab ich gesagt. Ab 40. Ja, sei es vorbei. Sei leider vorbei. Leider vorbei. Warum hab ich dich enttäuscht? Warum hab ich dich enttäuscht? Oh mein Gott, Onojan hat gerade Füße fotografiert. Onojan hat Füße. Nur eine Person im Chat hat mir vertraut. Dann hab ich Füße fotografiert. Warte, ich hab nur Selfies gemacht. Das sind nur Selfies. Eigentlich auf bei mir. Sie hat ihren Fuß eingehüllt. Geht jetzt in den Schuh zu. Nein. Bah! Ich hab's gefreut. Ich auch. Nein. Jetzt benimm dich mal, Digga. Komm mal her jetzt, Digga. Komm mal her. Okay. Hi. Hi. Oh mein Gott. Ich bin Mila. Cody, freut mich. Okay, das ging schnell. Mich? Ich habe keinen Spruch für dich vorbereitet, aber ich habe was anderes. Komm mal her. Ja. Was ist das? Was ist da? Sind es deine? Mhm. Oh, Digga. Was hat der gezeigt? Was hat der gezeigt? Ja, Alter, also 8 von 10. Der zweite ist größer als der erste, deswegen nur 8. So. Das waren die Füße. Der zweite ist größer als der erste, das können dann nur die Füße sein. Dann ist das keine ägyptische Fußform. Und jetzt kommt mir nicht an und sagt, es gibt keine ägyptische Fußform. Ich brauche das nicht zu beweisen, okay? Brauche ich nicht. Ägyptischer Fuß. Hier, Fußformen. Ich sage es jedes Mal. Ägyptisch. Ich habe es gerade gesagt. Das ist, wenn es hier so runterläuft. Der zweite ist größer als der erste, dann ist es griechisch oder keltisch. Merkt euch das. Das sind wichtige Sachen, die man heutzutage wissen muss, okay? Kommt mir nicht an mit, wer muss sowas wissen und so. Bildet euch weiter. Sonst würde ich sagen 10 von 10. Vielleicht sieht es auch nur auf dem Bits aus. Ja, vielleicht ist das im Mund auch ein bisschen anders. Keine Ahnung. Vielleicht. Hat mich gefreut. Mich auch. Bis gleich. Bis gleich. Sie hat mir ihre Füße gezeigt. Ja, jetzt beruhig dich doch, komm. Guck mal, jetzt einmal kurz wie ein Mann, okay? Du Kacke, Bella. Was geht, Daddy? Das ging aber schnell! Hey, Mami. Ich bin Amalia, ich bin 23 und ich habe keinen Anmachspruch für dich vorbereitet, aber mein T-Shirt spricht für sich, deswegen zeige ich dir das einmal. Blowjob Queen. Oh Gott. Oh Gott! Das ist nicht meine Mami! Mein T-Shirt spricht für sich, deswegen zeige ich dir das einmal. Auf gute alte Achselschweiß! Blowjob Queen ohne Rexona. Ach du Kacke.
Kack, ach du Kacke, Digga. Ich will doch wieder cool bleiben. Low-Job Queen. Verrückt. Was sind das für Punkte da? Ja, das liegt jetzt an dir. So, weißt du, mir ist heiß geworden. Ja, mir ist auch jetzt ein bisschen aufschwindelig geworden. Sag, du sollst dir direkt ausleihen. Du sollst dir direkt ausleihen. Kannst du mir das ausleihen? Das T-Shirt? Jetzt ausleihen. Ja? Ja. Soll ich ausziehen einmal? Na. Mordek, der Cutter hat weniger gearbeitet. Ne, weniger sag ich. Der Cutter hat eine Nachtschicht eingelegt. Ach du Kacke. Der Cutter hat bei 2 Minuten 26 erstmal eine halbe Stunde Pause gemacht. Ja. Siehst du, geht das? Okay, reicht. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Hat mich gefreut. Dankeschön. Hast du gemerkt? Energy war ganz anders. Geburtstag? Das Video ist so random, Alter, wallah. Hi. Was geht? Dicker, benimm dich mal. Lass mal hier stehen, Alter. Hi. Hi. Freut mich. Ich bin Evelyn. Evelyn bisher ganz normal, ganz seriös. Ich bin 20 Jahre alt, komme aus Koblenz und ich habe keinen Anmachspruch für dich leider, aber wird dich trotzdem gern kennenlernen. Ja, aus. Das ist bisher ganz normal. Koblenz ist nicht weit von mir, Alter. 20 Minuten so. Mhm. Du bist eigentlich hingefahren. Ja, genau. Für mich? Ja, für dich. Das ist voll süß. dann, ne? Ciao. Ciao. Warum? Hä? Mein Bodyguard sagt, du sollst jetzt gehen, cool. Bitte. Okay. Hä? Aber warum? Danke. Wir sehen uns später. Hi, ich bin Sophie und ich habe dir 3 Euro mitgebracht. Also, Mama, das sind 3 Euro richtig Pullover da draus. Warum? Warum hat das da auf einfach? Aufmerksam. Hast du bitte 3 Euro? Dankeschön. Bitteschön. War sehr einfallsreich, ne? Danke. Ohne Füße. Kreativ. So, finde ich sehr, sehr gut. Frage: Würdest du auch Kredit für ihn aufnehmen, wenn er Probleme hat oder so? Ja. Das war's. Leben auseinandergenommen. Warum nimmst du einen Kredit für einen Mann auf? Das ist schon vorbei. Er wird dich aussaugen. Fehlt nur noch der Pass. Ja? Okay, super. Dankeschön. Das war's. Danke. Hier, guck mal, er will den Kredit haben. Okay, tschüss. Jo, ciao. Aber mir ist eine Sache gerade aufgefallen. Ja. So, kreativ. So. Ihr Oberteil matcht einfach mit den Schuhen. Wie hat man das zur Hölle hinbekommen? Diese Schuhe wurden nur für dieses Oberteil gemacht. Das ist mir direkt aufgefallen. Finde ich sehr, sehr gut. Schön, das war's. Danke. Okay, tschüss. Jo, ciao. Hi. Hallo. Hand geben. Cody, hi. Hi, ich bin Julia, ich bin 20 Jahre alt, ich komme aus Koblenz. Auch aus Koblenz? Ja. Okay, cool. Ich bin mit meiner Freundin zusammen da. Ja, ich habe leider auch nichts vorbereitet, aber ich würde dich trotzdem gerne kennenlernen. Okay, wie groß bist du? 1,80. Auch. 1,80? Sie ist 15 cm größer als ich, Alter. Oder die ist 20 cm größer. Die packt mich, die spielt Basketball mit mir. Auch mit der Freundin. Morg, wenn sie neben Emre und mir steht, die sieht aus wie unser Chef. Ihre Hose ist so lang wie Emre. Können wir zusammen kennenlernen, eine Option? Ja, klar. Hier, Emre hört hier auf. Hier hört Emre auf. Hier bei Bauchnabel. Also, Dankeschön. Das war's. Ja. Danke. Okay. Super. Und immer, wenn man das Emre sagt, ohne Job, warum machst du Witze über Emre? Emre antwortet immer darauf, oh, ist sie viel größer als ich, bist du auch nicht. Doch, bin ich! Ciao. Nice. Ciao. Hi. Hi. Ich bin Tina und ich. Bibi und Tina. Wir sind Bibi und Tina. Wir haben Pferde! Ich wollte dich fragen, ob du meine Bibi sein möchtest. Naja, was hab ich gesagt? Bibi und Tina. Ich hab da auch was mit. Wallah, ich hab's gecallt. Ja? Das ist süß. Bibi und Tina. Alter, wie cool. Ja, sind wir Bibi und Tina. Sympathisch. Oh, Pferde. Sieht man das, Digga? Also das war das Beste bis jetzt sogar. Danke. Sag ich dir ehrlich, ohne Spaß. Sie könnte aber auch Pferdemädchen sein, doch, ne? Ja, das ist ja das Problem an der ganzen Geschichte. Ja. Aber du heißt wie meine Schwester. Ja, oh. Ja, und ich will das nicht wiederhaben, deswegen. Das entscheide ich dann später. Okay. Dankeschön für deine Mühe. Mega kreativ. Übel cool. 10 von 10. Okay, geht's. Was denn? Das wäre so geil gewesen. Hi. Hi. Darf ich dich umarmen? Ja, okay. Folgende Situation. Sie steppt in den Raum. Hi, darf ich dich umarmen? Die ist schon so. Wie willst du denn Nein sagen? Du musst doch schon. Die ist doch schon in dir. Die hat doch schon deine Leber. Die hat doch schon dein Rückenmark. Das geht doch gar nicht mehr. Guck mal, achte mal drauf. Hi. Hier, warte jetzt. Hi. Der Arm ist doch schon oben. Darf ich umarmen? Die ist doch noch gar nicht da. Ja, okay. Hi, ich bin Michelle, 20, komme aus Neuss. Das ist neben Düsseldorf. Kenn ich. Und... Entschuldigung. Ja, ich hab Angst, ne? Also. Ich bin nervös, der Spruch ist. Sollen wir uns umarmen nochmal oder so? Ja, da komm nochmal. Ich kann ein bisschen drücken. Ein bisschen fester, ein bisschen länger auch. Das ist aber süß irgendwie. Das ist jetzt schon eine Connection. Unangenehm, sobald es. Ja.
Jetzt. Hau raus. Hast du Durchfall? Tatsächlich schon, hä? What the f***? Das ist einer zu viel. Offiziell einer zu viel. Das kann man doch gar nicht mehr schönreden! Fuck! Was? Ja. Oder wärst du bereit für was Festes? Kenn ich? Ich nicht, tatsächlich. Nicht? Nein. Aber gut, trotzdem gut. Spider-Man-Kette ist cool, deswegen. Ja, safe. Coole Titten. Ey! Coole Kette, ja Mann. Danke. Bis gleich. Dankeschön. Danke, ciao. Ey, warte mal kurz auf gute alte Dings. Oh, ihr seht's gar nicht. Guck mal, die Schuhe! Auf gute alte Quietscheschuhe von SpongeBob. Das ist mir jetzt rausgerutscht. Das war Quatsch. Hi. Ist lang? Ja, oh, bei dir? Freut mich. Ist das nicht Happy Mowgli oder wie sie heißt? Hat sie nicht einen Freund? Die war doch mit einem Kurden zusammen. Oder waren sie oder sind sie nicht mehr? Die waren mit einem Kurden zusammen. Das war voll cool. Ich fand diese Zusammenstellung voll cool. Latina und Kurde einfach. Auf gute alte herbische Venezuela-Style. Ja, wir kennen uns auch. Schon, weißt du? Ja. Ich habe meine Nummer verloren. Kann ich deine haben? Digga, das ist so 0815, das, Digga, raus. Ja, geil. Der Bruder hier hat bisher nicht ein Wort gesagt, glaube ich. Er ist einfach so da. Er sagt, geh raus. No, no me puedes sacar papacito, por favor. Ist dabei. Ist dabei, danke schön. Sag, geh raus. No, no me puedes sacar papacito, por favor. Ist dabei. Auf Papacito-Style, Marok. Despacito-Style, Marok. Oh, ich habe mich ganz kurz gefühlt wie ein Narcos. Wollt ihr mal ein lustiges Video von mir sehen? Walla, ich stirbt jetzt. Das Problem ist, ich bin bei dem Video oberkörperfrei. Nur mit Hemd. Hier. Ich zeig's ganz kurz. Nimm diese Pferd! Ist dabei. Dankeschön. Dankeschön, bis später. Das war super. Danke. Bella Italia. Danke. Danke. Oh mein Gott. What the hell? Hi. Hi. Hi, Hils. Gut. Ich bin Delina, ich bin aus Schwäbisch Hall. Und was ich dir sagen wollte ist... Woher bist du und warum läufst du, als ob dein Bein gebrochen ist, Schwesterherz? Hi, Hils. Ich glaube, die High Heels tun weh. Ich bin Delina, ich bin aus Schwäbisch Hall. Aus wo? Hi. Hi, Hils. Gut. Ich bin Delina, ich bin aus Schwäbisch Hall. Schwäbisch Hall. Und was ich dir sagen wollte ist, dass ich vom ADAC bin, ich muss dich abschleppen. Boah, die Sprüche sind schon 2008. Ja. Bro, sind wir back at fucking Millennium? Also, shit, also, wo sind wir denn? Hör auf. Die High Heels retten. Ja? Ja. Stark. Das ist... Die Jacke hat sie so einen Rückenmuster, Digga? Nein. Zeig mal. Oh nein, er wird... Oh nein. Ja. Jacke ist gut. Du kannst mich ab. Bruder, der Kameramann sogar! Schleppen eigentlich, ja. Doch schon. Bis gleich. Hi. Hi. Ich bin Xenia. Hi, ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Köln. Und da ich ja schon bei dir war, willst du heute bei mir rein? Oh, was? Oh, also, da ist er. Ich bin sprachlos einfach. Also, wow. Dankeschön. Danke. Danke. Einfach danke. Das hat mich sehr gefreut. Ach, mich auch. Das Beste kommt zum Schluss. Okay, wieder zu viel jetzt, aber verstehe ich. Ja gut, dann hören wir uns mal Cody an, er kommt kurz rüber und schauen mal, was er zu erzählen hat. Ne? Ey, schön erstmal, dass du hier bist, Flo. Bruder, man sieht Flo gar nicht mehr. Schön, dass du hier bist, ganz viele unterschiedliche Frauen. Und Brüste. Und Brüste haben wir natürlich heute auch gesehen. So Oberteil, Ausleihen nehmen wir. Ja, safe. Letzte nehmen wir. Bro, das ist kein Shopping-Channel hier. Ich weiß schon, wen ich nehme. Okay, Bro, safe. Geh raus und mach das Ding fest. Dankeschön. Mach einfach dein Ding. Kriegst du. Komm, los. Du bist raus. Sorry, Mann. Ja, Xenia, du bist weiter. Also, das ist gar keine Frage. Mowgli? Ja. Kriegst du von mir bis weiter. Alles gut. Für dich hat's heute leider nicht gereicht für eine Rose. Aber danke, dass du dabei warst. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt, aber du hast mich sehr beeindruckt mit deinem Aussehen und du bist weiter. Katharina. Amalia, sorry. Du hast schöne Augen. Ja. Augen sind okay, ja. Augen sind in Ordnung. Das ist deine letzte Chance. Nein, nein, cool play. Das ist deine letzte Chance, um weiterzukommen. Fuck, jetzt kommt nur noch eine weiter, ne? Ich denke, ihre ist größer als deine. Das glaube ich.
wir hätten Bingo spielen müssen. Walla, wir hätten Bingo spielen müssen. Bei ihr ist immer dasselbe. Wirklich, bei ihr ist immer dasselbe. Ist in jedem Format mit dabei. Und es geht immer um ihren Jaro. Um ihren Schwanz. Und ich distanziere mich nicht davon, weil es die Wahrheit ist. Sollen wir kurz vergleichen? Oh mein Gott. Okay, krass. Ach du Kacke. Das ist für mein Ego ist das zu viel. Du bist raus, aber du bist weiter. Nee, sorry für die Mädels, die halt nicht dabei sind. Ne? Aber danke nochmal. Dankeschön, dass ihr da wart. In Runde 2 geht es für Cody an einen gewohnten Ort. Auf den Fahrersitz des AMG. Hi. Hallo. Was geht? Was geht? Alles klar? Ja, yes, und bei dir? Auch. Hast mich sehr beeindruckt, auf jeden Fall mit deinem Foto, Alter. Kümmer dich ganz, also er ist ganz da einfach, okay? Okay. Wie war nochmal dein Name? Mila. Cody? Hi. Wie er da sitzt, einfach voll breit. Wie alt bist du? 20. 20. Du? 25. 25. Ja, und woher? Berlin. Berlin? Bist du extra hier hingekommen? Ja, extra für dich. Echt jetzt? Mhm. Okay, das ist echt ein dicker Pluspunkt, sei ich dir ehrlich. Was arbeitest du? Ich mache Social Media und ich habe noch ein paar Exklusivseiten. Exklusiv-Videos. Wie viel verdienst du im Monat? Verrate ich nicht. Aber so gut, würdest du ja, sagen, gut. Ne? Ja, gut. Okay. Fall. Zieh mal meinen Schuh aus, bitte. Hä? Bitte? Mhm. Okay. Auch die Socke oder so? Nee, die noch nicht. Bruder, was? Okay. Vielleicht nächste Runde. Nee, das ist zu wenig Energy. Zu wenig Energy? Mhm. Ich muss auf ihn hören. Ich dachte eigentlich, du findest mich ganz nice. Ich hab sie angeschrieben. Nein! Ja, kann ich. Ja, ich weiß auch. Ja, ja, wir schreiben weiter. Wie random. Was? Ja. Aber du bist trotzdem nicht in der nächsten Runde. Schade. Hi. Hi. Ich direkt nach. Hi. Er ist hinten. Okay. Wolltest du auf die Rückbank? Ja, eigentlich kannst du auch zugucken. Nein, das wollen wir nicht machen. Okay. Weiter. Wir vorne. Sind hier zum Reden. Ach so. Also eigentlich kennen wir uns halt ja, schon, ne? Das schon. Ist das Ding. Du warst schon bei mir ich zu Hause. Drin. Meine Mama hat dich genau. Kennengelernt. Du kannst auch zu mir rein. Was? Oh. Digga, aber jetzt mal ehrlich, eine ernste Frage, ne? Okay, da geht's auch ein bisschen um Unterhaltung und sowas, aber ich weiß ja, wie Männer ticken. Ich würde schon sagen, Männer sind schlimmer als Dinosaurier. Die leben zwar nicht mehr, aber bei Männern ist auch fast dasselbe, auch wenn ich selber einer bin. Die hat jetzt sowas gesagt, ne, in den ganzen Videos. Hier sowas wie, du kannst bei mir rein und so. Und ich weiß jetzt schon, und wir können wetten, wir können um alles, was hier ist, wetten. Nach diesem Video haben bestimmt so viele Kennex oder sonst wie Typen direkt geschrieben, hey, wenn Cody nicht rein will, darf ich rein. Dann ist so ganze Leben gefickt irgendwie, oder nicht? Denkt man nicht irgendwie an sowas? Ist das nicht voll unangenehm? Und dann beschwert man sich irgendwann am besten noch. Ist immer dasselbe, ich werde nur so angeschrieben und so. Safe so. Warum sagt sie immer zu ihr rein? Ich kann auch in dich rein. Ja, können wir auch machen. Also zu dir nach Hause. Weiß nicht, was willst du machen? Mit dir? Ja. Das kann ich hier nicht vor laufender Kamera sagen, glaube ich. Okay, dann sag's mir danach. Ich sag's dir einfach später. Sehr gut. Also ich muss weiter. Safe, ja. Echt? Ja. Okay, das ging aber schnell. Dankeschön. Cool. Nee. Okay. Hör mal auf mit dem Scheiß jedes Mal. Wie so ein Kind. Hör mir mal zu jetzt. Mhm. Der hat noch nie viele Frauen gesehen, okay? Das hat ihn richtig glücklich gemacht, okay? Ja. Nimm das mal und gib dir mal richtig Mühe jetzt, okay? Okay, ich gebe mir Mühe. Okay. Ach, du Kacke, oder? Nein. Hi. Hi. Das ist. Digga, was? Wow! Digga, was? Was soll ich denn noch dazu sagen? Ich bin maximal verwirrt! Ja, schade, dass du. Was war das für ein cooler Effekt aber danach? Das ist. Wow! Ja, schade, dass du. Der Effekt danach war aber cool. Nicht wieder so hier sitzt. Ich kann das nicht. Aber das war schon genug, um ehrlich zu sein. Ja, hat das gereicht? Meine zwei Freundinnen und ich? Hat gereicht, safe. Vielleicht kannst du sie ja nach dem Dreh noch ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht? Also von meiner Seite safe. Super, danke, das ist alles, was wir wissen wollen. Super, das Dankeschön. Ist. Dankeschön. Du bist weiter. Ja? Glückwunsch. Dankeschön, mein Herz. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auch auf dich. Aha. Oh, hast du hinten Platz? Ja. Geht das so? Hä? Warum steigst du auf einmal ein? Also ihr seid im Duo. Genau. Okay. Ich bin ehrlich. Ich habe ein bisschen cool eben geredet mit zwei Frauen, aber ich glaube, ich kann das nicht handeln alleine. Was?
Kann man verstehen. Ja. Ich muss ehrlich sein, ja. Hat mich gefreut. Sorry. Und danke für das Verständnis. Bruder, wie hat es dieses Video auf YouTube geschafft? Das ist ein potenzielles Sport 1 Video. Dieses Video läuft ab 12 Uhr auf Sport 1. YouTube war aus Versehen Upload. Ich auch gefreut. Super lieb von euch. Die spielen alle später noch nackt Tennis und so. Cody schwingt mit seinem Jarro den Ball und sowas. Das ist ein Sport 1 Video. Ciao. Ciao. Ich bin wirklich maximal. Wollten die es gerade zu zweit jetzt mit ihm quasi tun? Ich verstehe gar nichts mehr. Das ist mein Favorit hier. Hola. Hola. Te traje uitas. Warum redet sie Spanisch? Komm ein paar de uitas. Mach den Mund auf, mach den Mund auf. Mach die Dinge. Lecker. Muy bien. ¿Cómo estás? Du bist weiter. Du bist weiter. Herzlichen Glückwunsch. Gracias. Weiter. Gracias. Adios, gracias. Ciao, Papi. Mami. Hermosa. Hermosa. Wow. Das ist mein Favorit, ich sag dir, wie es ist. Das war auch bisher das Sympathischste, was ich gesehen habe. Es hat schon gereicht, bisschen Reden und Trauben. War jetzt schon sympathischer, okay, es gab auch halt nicht viel Dings, ne? Es gab halt nicht viel, was man jetzt verkacken konnte, da kam halt wirklich eine ohne T-Shirt rein. Was sind das für gigantische Trauben? Nicht, ich weiß nicht, was sie sagt, es ist mir auch egal. Also erstmal geil, dass ihr mein Auto nicht geklaut habt und dann weggefahren seid. Ist es dein Auto? Ist mein Auto. Das glaube ich nicht. Ja, doch, ich bin wohlhabend. Jetzt will ich dir. Nicht so viel, dass du was haben könntest, aber. Cody, du hast dich für drei wunderschöne Frauen entschieden. Ja. Bist du jetzt im Klaren, dass du jetzt ins Bett mit den Frauen gehst? So, ich weiß nicht, was an diesem Autoding noch kommen soll. No joke, das war crazy. Nee, dann viel Spaß dir im Bett. Dankeschön. Runde 3 findet wie immer im Bett statt. Jetzt wird sich entscheiden, wer hat Codys Herz wirklich erobert. Hi, was geht? Ich hab schon wieder Angst. Oh, wartet. Oh Gott. Leg dich hin, setz dich hin, wie du willst. Cody und ich im Bett, mein Traum wird wahr. Leg dich hin einfach. Ich leg mich hin, warte. Kann ich so meinen Arm um dich herum machen? Du darfst alles, Cody. Kann ich dich auch umarmen? Umarmen? Ja. Komm her. Das ist mein erstes Mal, dass ich sowas mache jetzt. Simulation. Echt? Es gibt mir so ein Déjà-vu, man munkelt so. Das hatten wir doch schon mal, oder nicht? Wir beide? Ja, hast du schon vergessen? Ich wusste nicht, dass wir das hier sagen können, deswegen. Hab ich jetzt was gedroppt, was ich nicht sagen durfte? Passt schon. Ja, ist nicht das erste Mal, dass wir im Bett sind. Ja, ich hatte nur gute Erinnerungen. Aber dann hast du dich nicht mehr gemeldet. Und ich weiß nicht, woran das jetzt liegen. Aber jetzt bin ich ja wieder am Start, siehst du ja. Aber warum hast du dich so lange nicht gemeldet? So 9 cm, ich muss da schon so nochmal nachdenken, ob ich damit so in Zukunft arbeite. Ja, weil das eine riesige Größe ist! Halten kann, weißt du? Aber jetzt bin ich mir sicher. Mein Charakter zählt. Ja, bei mir und auch der so. Der ist gut. Der ist sehr gut. Danke. Was heißt das? Ciao. Also bis gleich. Okay, bis gleich. Geh runter jetzt. Geh runter, sag ich. Nee. Joho, was geht? Seit wann kann sie Deutsch? Seit der ersten Runde. Sie hat eben nur eine andere Sprache gesprochen, Merle. Willst du einen Schluck? Ja. Ohne Zucker. Ja, ja. Ich bin schon süß genug. Ist das krass, Alter. Wir kennen uns auch schon. Ne, deswegen. Und du warst auch letztens noch bei mir zu Hause. Warte mal, der hat einfach Frauen hier eingeladen, die er schon hatte. Also auf Freundschaftsbasis. Ja. Deswegen weiß ich gar nicht, warum du hier bist eigentlich. Also das war ja immer meine Hoffnung, dass wir nicht nur Freunde sind dann, weißt du? Ich hab dir schon gesagt, Cody, dass du da keine Hoffnung machen sollst. Oh. Bro. Bis später, Bro. Ja, ich geh einfach küssen. Warum ist es so still? Der wurde gefriendzoned, Bro. Das ist, glaube ich, gerade eine schwierige Sache. Das ist sie geht einfach. Er hat einfach seine beste Freundin mit ins Finale genommen, um dann gefriendzoned zu werden. Das ist crazy. Na, mein Süßer? Wie so ein kleines Baby, was gerade so Fidel bekommen hat. Kennt ihr Fidel? Diese Popo-Dings, was so reingeht wegen Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und so. Einfach Fidel. Hi. Was ist los? Ich wurde gefriendzoned gerade. Er macht einfach Therapie-Sitze. Ach, nicht schon wieder. Ja. Kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Wieso? Ich weiß nicht, das letzte Mal warst du ein bisschen anders. Du warst die 6 und ich war die 9, aber... Wir beide 69, oder was? Letztes Mal? Würdest du mich nicht friendzonen? Ey, jetzt mal ehrlich. Langsam glaube ich, dass das kein Spaß mehr ist. Mit wie vielen Leuten aus diesem Video hat Cody intensive Kuschelung gehabt? Das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Jetzt langsam reicht's. Wir haben letztes Mal dies, wir haben letztes Mal das. Ich war bei dir zu Hause, ich war bei dir. Wie viele waren denn bei dem zu Hause? Wie viele waren bei dem zu Hause? Wie geht das? Wie ist das überhaupt möglich? Oh. Ah. Ich muss raus. Hä? Du lädst mich nie wieder ein. Vor allem nicht bei Cody, der zum Glück. Nee. Dann gehen wir mal raus und schauen mal, für wen er sich entschieden hat. Ne? Let's go. Cody. Ja. Erstmal, wie war's für dich?
Cool. Ja, also war eine ganz neue Erfahrung. War eine mit so vielen Frauen auch dann zu reden. Ich finde eure Dynamik sehr cool, dass du dein Wingman, Bodyguard, ich glaube, der nimmt doch Geld von dir, oder? Nein. Nein? Das ist auf Freundschaftsbasis. Ne? Ja. Wer ist dein Herzblatt heute? Okay. Hör einmal wie ein Mann da drauf und nicht da drauf, okay? Du hast gewonnen, Alter. Nein, ich will nicht. Okay. Ich stehe nicht so weit. Oh, warum sagt der dass du mich nehmen sollst? Ja? Xenia hat gewonnen. Und das war's mal wieder mit einer absolut kaputten und unnötigen Folge von 15 Versus. In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da. Alle Leute sind wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank an Cody, an Jan, an alle Girls, die hier waren. An euch natürlich auch. Felix, wie war's für dich? Selbst Revi. In diesem Sinne, macht's gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dieses Format habe ich maximal auseinandergenommen. Maximal. Die sind ehrlich alle verlinkt hier. Ist das krass. Ich will nicht wissen, was bei denen in den Insta-DMs abgeht. Ich will es wirklich nicht wissen. Nach den ganzen Sprüchen wie, ganz gerne bei mir rein. Komm, wir werden so und so. Komm, wir machen dies. Komm, wir machen das. Ich will nicht wissen, was in den DMs bei denen abgeht. Aber ich will es wirklich nicht wissen. Ist doch OnlyFans verlinkt von denen? Du bist so ein dreckiger Mensch, dass du dich nicht schämst. Was sagst du denn deinen Eltern, was du gleich machst? Ich bin am Handy, Mama, ein bisschen chillen. Und dann fragst du nach OnlyFans? Kacke! Aber egal, ich mag die Videos. Revi finde ich sympathisch. Auch Cody, sehr sympathisch, mit Hugo sympathisch. Und über die Ladies werde ich nichts sagen, weil ich distanziere mich davon. Damit würde ich sagen, war es mit dem Video. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ich bei euch... Ihr wisst ja. Damit würde ich sagen, tschüss. Schwarze Orchidee.